Jetzt ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass gerade so Höhlenforscher sehr riskant leben. Natürlich jetzt sehr dramatisch gestern, dass die drei hier eingeschlossen sind in der Lamprechtshöhle. Wie interessant ist denn aus Ihrer Sicht, aus geologischer Sicht, die Lamprechtshöhle mit ihren 62 Kilometern? Zählt sie zu den längsten Höhlensystemen Europas? Natürlich auch interessant, nicht nur für Höhlenforscher, sondern natürlich auch für normale Besucherinnen und Besucher. Naja, ich kenne auch einen der Kollegen, der eingeschlossen ist, mit dem war ich voriges Wochenende unterwegs und wir arbeiten teilweise auch gemeinsam an einem Projekt, wo es um Höhlen und Tektonik geht und in weiterer Folge auch um Erdbebenforschung, Erdbebenrisiko und diese Gesichtspunkte. Und dafür ist die Lamprechtshöhle natürlich sehr interessant. Wenn Sie sagen, Herr Plan, Sie kennen einen von denen, die jetzt auch gerade sich dort befinden, was waren denn genau die Beweggründe für diese Expedition? Ja, die Lamprechtshöhle ist, wie Sie schon gesagt haben, eines der bedeutenderen Systeme in den Ostalpen. Vor allem, es ist die fünfttiefste Höhle der Welt und die tiefste in Österreich. Das macht sie sehr interessant. Und von der Tektonik, also von den geologischen Verschiebungen und Bewegungen in der Erdkruste, sind durchaus sehr interessante Aufschlüsse in dieser Höhle. Hat man hier vor allem auch in den letzten Monaten, Jahren vielleicht auch hier einige neue Erkenntnisse erzielen können, was jetzt vor allem auch Erdbeben betrifft? Die Lamprechtshöhle ist eines von vielen kleinen Puzzlesteinen, das wir versuchen zusammenzusetzen, um ein besseres Bild oder um weiterzukommen in der Tektonik in den Ostalpen. Das heißt, auch in Österreich ist vielleicht in den nächsten Jahren mehr damit zu rechnen, dass man hier vielleicht das ein oder andere Erdbeben in Zukunft auch verzeichnen wird? Nein, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass man Erdbeben verzeichnen wird, aber es geht darum, zu verstehen, wie Erdbeben in den Ostalpen funktionieren, was sie auslöst und zu schauen, wo können Erdbeben auftreten, mit welcher Wahrscheinlichkeit und so weiter. Weil da reichen oft die menschlichen Aufzeichnungen nicht weit genug zurück. Was sind jetzt gerade für Sie als Experte die Herausforderungen für so eine Höhlenexpedition? Die größte Herausforderung ist die Langeweile für die Eingeschlossenen. Also ich war selber schon mal eingeschlossen in einer Höhle, unfreiwillig. Es ist einfach langweilig, wahrscheinlich Kälte und Verpflegung sind in dem Fall kein so großes Problem. Und man weiß, dass sich draußen die Leute Sorgen machen. Also mit großer Wahrscheinlichkeit haben die drei Personen in der Höhle jetzt nichts zu befürchten, außer Langeweile, ein bisschen Kälte, aber ja, es wird vorübergehen. Das heißt, Sie meinen, die drei Experten, die waren auf jeden Fall oder sind auch auf solche Vorfälle vorbereitet. Warum hat man nicht schon viel früher hier reagiert oder ist das Wasser tatsächlich auch so unerwartet eingedrungen? Naja, so Wassereinbrüche kann man nie genau vorhersagen. Wie gesagt, uns ist das auch schon passiert. Wir sind auch davon ausgegangen, dass es sicher ist. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und hier und da verkalkuliert man sich eben. Herr Plan, Sie kennen die Lamprechtshöhle und wir spielen ja auch hier für unsere TV-Zuseherinnen und Zuseher exklusiv Material aus der Höhle. Sehr enge Passagen. Vielleicht können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was in so einer Höhle zu erwarten ist. Natürlich die sehr engen Stellen, das heißt für alle, die hier Platzangst haben, natürlich nicht das Wahre. Und dann natürlich auch einige Stellen, die, glaube ich, nur also unter Wasser erreichbar sind. Ja. Die Lamprechtshöhle ist auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle Höhle. Das Wasser ist ein Problem. Es müssen Seen überwunden werden. Normalerweise sind es eben Seen und keine komplett wassergefüllten Passagen. Da gibt es so Art wie ein Floß über einen See oder Brücken über die Seen. Es gibt diverse Leitern und Seilaufstiege. Natürlich auch Engstellen, aber die sind jetzt in dem Bereich meines Wissens nicht so die große Herausforderung, die Engstellen. Jetzt haben wir heute bereits berichtet, dass die Lamprechtshöhle ja bereits seit dem 17. Jahrhundert erforscht wird, aber nicht aufgrund der Naturschönheiten, sondern aufgrund der Schätze, die man hier vorgefunden hat. Vielleicht können Sie dazu noch mal eingehen ein wenig. Naja, das war halt mehr oder weniger ein Aberglaube, dass in der Höhle Schätze lagern und es sind da immer wieder Schatzsucher in die Höhle gegangen und deswegen ist die Höhle auch schon so früh erforscht worden. Natürlich hat man keine Schätze gefunden, keine Goldschätze oder sonst irgendwas. Wie viele Höhlen in diesem Ausmaß haben wir in Österreich, die man kennt? Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber so ungefähr 10 Höhlen, 10,
10 Höhlen in etwa, schätze ich, gibt es in Österreich mit 60 Kilometer Ganglänge. Wie gesagt, Lamprechtshöhle ist die tiefste Höhle Österreichs und die viert- oder fünfttiefste Höhle weltweit. Fünfttiefste Höhle weltweit. Jetzt ist es auch nicht das erste Vorkommen in der Lamprechtshöhle. Hier hat es ja bereits einige Vorfälle gegeben, wo eben auch Besucherinnen und Besucher verschüttet worden sind, beziehungsweise auch ein weiterer Forscher, der hier eingeschlossen wurde und tödlich ums Leben gekommen ist. Hat man hier nicht von seitens des Verbandes etwas dafür unternommen, dass man sagt, okay, man gibt auch Warnungen ab? Wie zugänglich sind solche Höhlen für den Otto-Normalverbraucher? Lamprechtshofen ist ohnehin versperrt und man kann nur mit Genehmigung hinein und es werden auch Abenteuerführungen in einem bisschen, also es gibt diesen Schauteil, dann werden Abenteuerführungen ein Stückchen weiter angeboten und in den reinen Forscherteil größere Entfernungen vom Eingang kommen nur erfahrene und gut ausgebildete Höhlenforscher im Normalfall. Herr Plant, zu guter Letzt, vielleicht können Sie einmal noch für unsere TV-Zuseherinnen und Zuseher zusammenfassen, was denn so die Gefahren bei so einer Expedition sind. Zum einen, wie wir es natürlich heute live miterlebt haben, aber was sind denn so die Gefahren, wenn man so eine Höhle betritt? Für ausgebildete Höhlenforscher, wenn man unausgebildet hineingeht, gibt es natürlich sehr viele Gefahren. Für ausgebildete Höhlenforscher, eine der größten Gefahren ist, dass man einfach ausrutscht und irgendwo hinunterfällt. Aber man versucht natürlich überall Sicherungen anzubringen, Seilsicherungen, Passagen so zugänglich zu machen, dass eben nichts passieren kann. Aber ja, es kann überall was passieren. Aber im Grunde genommen passiert eigentlich relativ wenig in den Höhlen. Es ist halt dann immer sehr dramatisch und sehr spektakulär und große Rettungsaktionen. Aber eigentlich passiert nicht sehr viel in Österreichs Höhlen durch erfahrene Höhlenforscher. Das heißt, Sie gehen auch nach wie vor davon aus, bei diesen drei polnischen Höhlenforschern handelt es sich um drei erfahrene Höhlenforscher und es ist eigentlich hier weniger Sorge, denn die wissen genau, was sie tun. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis sie wieder ans Tageslicht kommen. Ich würde sogar sagen, dass die sehr erfahren sind. Wirklich sehr gute, sehr erfahrene Leute.